hallo Leute, hier ist wieder eure Boom 36 zu einem neuen Let's Play. Lightning Returns, Final Fantasy 13.3. Auch wenn da die 3 nicht dran steht, ist mir egal. Ja, wir spielen mal wieder Final Fantasy. Hahaha, ich hab's immer noch drauf. Und vorab, ich werde den Outward-Dings da nicht einschalten, ihr habt ja bestimmt die Demo-Version gesehen. Ich weiß noch nicht, wann es rauskommt, aber ich werde es auf jeden Fall mit euch blind spielen. Und bevor wir das Spiel anfangen, also bevor ihr das Spiel anfängt, dann müsst ihr das erstmal hier installieren. Also voll installieren zu am besten, damit das flüssig läuft. Und wir beginnen jetzt mit einem neuen Spiel. Aber ich finde, die Musik ist immer noch ziemlich laut. Oder liegt das an meinen Kopfhörern? Dann mache ich meine Kopfhörer leiser. So, ich schaue jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt einfach mal eine Folge auf und dann sehe ich, wie das mit der Lautstärke weitergeht. Okay, ich habe Inhalte heruntergeladen, genau. Wir gehen jetzt erstmal auf die Einstellungen. Sprachausgabe Englisch. Man kann die jetzt sogar schon in Japanisch umstellen, wenn man das kann man runterladen, das ist kostenlos. Finde ich eine coole Idee, aber mache ich jetzt zum Let's Play nicht. Das mache ich selber mal, wenn ich das alleine spiele oder am Leveln bin. Dann stelle ich es mal auf Japanisch um, ist bestimmt sehr interessant. Kameraeinstellung lasse ich normal, Kameraempfindlichkeit 0, Helligkeit 0, okay, lasse ich einfach so, wird schon passen. Schriftgröße normal, das lasse ich so, das weiß ich, das ist noch von der Demo, dass das okay ist. Untertitel lasse ich auch ein, Einstellung zeigt nach Norden, Nahansicht, ja die Nahansicht auf jeden Fall, Outworld-Dienst lasse ich aus, wer braucht so einen Mist, automatisches Speichern, okay. Open Square Software Lizenz. Ja, schön. Dann beginnen wir doch mit einem neuen Spiel. Was? Seit wann gibt's denn da einen Schwierigkeitsgrad? Normal? Du hast den Normalzustand gewählt. Kampfschwierigkeit normal, Rückzug aus Kämpfen, Strafabzüge. TP, keine Regenerierung im Feld. Der Schwierigkeitsgrad kann nach Spielbeginn nicht mehr beliebig geändert werden. Was macht dann einfach? Du hast den einfachen Modus gewählt. Kampfschwierigkeit einfach. Rückzug aus dem Kampf, keine Strafabzüge. TP, Regenerierung im Feld. Der Schwierigkeitsgrad kann nach Spielbeginn nicht beliebig geändert werden. Dann spiele ich mit euch einfach auf einfach. Ja, ich weiß, ich bin voll Lusche. Zum Spielen von Lightning Returns, Final Fantasy 13, ist es erforderlich, einen neuen Spielstand anzulegen. Ja, dann mache ne. Er legt einfach einen an, bitte. Ja, ihr könnt mich jetzt Lushi nennen oder sonst irgendwas, ist mir egal. Ich möchte nicht hier 5000 Mal sterben in dem Let's Play. Lightning Returns, Final Fantasy 13, speichert in regelmäßigen Abständen automatisch den aktuellen Spielstand. Während des automatischen Spielstands wird in der oberen linken Bildschirmecke ein Symbol eingeblendet, ja genau. Das Blinken der Systemspeicherkontrollleuchte signalisiert den Zugriff auf den Systemspeicher. Das ist echt interessant, das sieht ja im Endeffekt so aus wie diese Uhr von Final Fantasy 13.2, was ich irgendwann mal let's playen werde. Wer weiß wann. Weil Lightning Returns tut mich einfach momentan ein bisschen mehr anheizen. Ja, Final Fantasy 13 ist ja auch noch nicht fertig, aber das kommt auch noch irgendwann ganz fertig. Okay. Okay, also das finde ich eine coole Animation, müsste ich schon sagen. Also ich finde, gut. Ja, mach weiter. Rufe mit Start den Pausenbildschirm auf und wähle Speichern, um manuell zu speichern. Hinweis, der Menüpunkt Speichern ist nicht immer verfügbar. Bitte das PlayStation System 3 nicht ausschalten, solange das Speichersymbol eingeblendet ist. Ich hasse ja automatisch Speichern, aber was will man machen? Man kann es halt einfach hinnehmen und so. Das habe ich euch in der Demo-Version vorgelesen, das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Und nein, ich möchte den blöden Outward-Dienst nicht aktivieren. Nerv mich. Weil sonst fühle ich mich echt wie so ein Kerl. Hey, du, ich bin gerade auf dem Klo gewesen. Geht gar nicht. I was just in time to witness the end of the world.
Oh, die Blitzeinschläge. Ja, ich spiele das für euch sogar auf die in der HD-Auflösung. Aber es ist halt wie immer noch wie ein Grabber und man kann halt da nicht, eine sehr gute Qualität erwarten, vor allem nicht nach dem Rendern, also es ist die höchste Qualität, die geht, und seid zufrieden. Ja, die Cutscene kennen wir auch schon aus der Demo-Version, und im Gegensatz zu der Demo-Version werde ich natürlich in meinem Let's Play labern. Hahaha. Wer die Cutscenes genießen will, der kann das bei jemand anderen anschauen oder sich einfach das Spiel kaufen, weil ich finde, ein Let's Play ist dann nur dann Sinn, wenn man die ganze Zeit redet. Und da muss ich nicht in der Cutscene stummen, und weil da könnte mir irgendwas einfallen, was mir gerade so einfällt. Und dann wäre es echt schade, wenn ich es nach der Cutscene vergesse. Und ja, deswegen rede ich in den Cutscenes. Meine Abonnenten kennen das ja langsam von mir. Ja, dieses Fragezeichen da, das ist Hope, der mit uns redet. Er ist momentan aber noch als Fragezeichen gekennzeichnet. Ziemlich dämlich eigentlich. Aber es ist im Endeffekt der gleiche Anfang wie bei der Demo-Version, ne? Ja, dann regle mal schön. Ich hab das aber auch unnötig, danke. Ja, zur Story. Also, Final Fantasy 13. Da haben sie ja, den Batendeles geschlagen und sind damit alle zu Kristall geworden. Und schließlich alle erlöst. Sie sind alle zusammen und man denkt, jetzt ist es ein glückliches Ende. Dann kommt Final Fantasy 13 2 raus. Ja, Spoiler, Achtung, pass auf. Lightning wird aus der Welt entfernt, in eine andere Welt gezogen, also in eine andere Zeit, um die Göttin Aethro zu beschützen und für sie zu kämpfen. Und die Einzige, die sich daran erinnern kann, dass Lightning auch erlöst wurde von ihrem Kristallschlaf im Gegensatz zu Vanille und Feng, ist Sarah, aber keiner will ihr glauben. So will Lightning, dass Sarah sich zu ihr begibt, und dadurch, ja, macht sich Sarah auf den Weg, angestiftet von Noel, weil Noel wurde ja von Lightning geschickt, dass er sie abholen soll. Er ist auch so ein Zeitwanderer. Ja, und dann wandern sie durch die Zeit und retten sozusagen die Welt und Lightning im Endeffekt. Und dadurch, dass Sarah dann immer wieder die Zukunft vorhersieht, wird sie immer schwächer und wird sie immer schwächer und kommt ihrem Tod immer näher. Ja. Schließlich stirbt sie am Ende von Final Fantasy 13 2 und Lightning bekämpft Gaius, um zu Sarah zu gelangen, und nimmt dann sozusagen auf dem Platz von Aethro, also auf dem Thron von Aethro, Platz. Und, ja. Wie nennt man das jetzt? Ja, und wird wieder zum Kristall. Sie schläft jetzt über 500 Jahren. 500 Jahre später steht die Welt vor dem Untergang und hat nur noch 13 Tage. Und dann erwacht Lightning aus ihrem Kristallschlaf, das sehen wir eben jetzt hier, und wird auserwählt, die Menschen in eine andere Welt rüberzugleiten, wenn sie es wollen oder nicht. Und ja, und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Wir sind die Erlöserin der Menschen. Und es wird halt nicht einfach. Manche wollen einfach nur sterben, manche müssen wir bekämpfen. Und wir müssen uns auch selbst entscheiden, wen wir retten und wen nicht. Aber wir können nicht alle retten, es sind ja immerhin nur 13 Tage. Ja. Und ansonsten gibt es zu der Story nicht viel zu sagen. Okay. Ja, das war jetzt ein bisschen spoilerhaftig, aber ist mir egal.
dass er ein bisschen in der Story mitkommt. Ich schreibe es in die Beschreibung rein, wer dann da halt auch zuhört, ist dann selber schuld. Ne? Vielleicht mache ich sogar unten in der Beschreibung so eine Zeile, wenn man einen Spoiler überspringen kann. Dann ist auch nicht schlecht. Okay. Ja. Ja, und dadurch, dass Sarah ja gestorben ist, macht sich Snow erst recht Vorwürfe und hat sein Leben ziemlich umgekrempelt. Und was das für Auswirkungen hat, werden wir wahrscheinlich hier in Final Fantasy 13 Lightning Returns erleben. Ja. Oder auch nicht, meine liebe Lightning. Ja, wir haben natürlich hier den gleichen Gegner. Tag! Ja, es gibt ja ganz viele Kostüme zum Downloaden. Ja, jetzt wissen wir nicht, wie dieser Fragezeichen ist. Es ist Hope. Ja, und ich habe mir die Kostüme runtergeladen. Yuna 2 war es, glaube ich, oder so. Wo man das Tidus-Schwert hat. Das sieht man ja auch in meinem neuen Outro. Und das von Tomb Raider, von der neuen Tomb Raider, das Kostüm. Das ist auch, die werde ich auf jeden Fall auch zeigen. Jetzt im ersten Kampf werde ich das wahrscheinlich nicht zeigen können. Aber mit welchem müsste mich generell auf der World Map rumlaufen, werde es, ja, mit diesem Kostüm hier. Und Kostüm verändern werde ich sehr, sehr selten. Ja. Das Tutorial beginne ich jetzt trotzdem, auch wenn wir es schon in der Demo-Version hatten. Über Kampfgrundlage und Kampfgarnituren total beginnen. Bewege Lightning mit dem Analogstick und greife mit einer der Fertigkeiten an, die den jeweiligen Testen zugeordnet sind. Halte eine Taste gedrückt, um die entsprechende Fertigkeit auszuführen, bis der ATB-Balken leer ist. Das ist so sagen der rote ATB-Balken und das erkennen, also man, dass der, warum der rot ist, der ändert sich noch die Farbe. Der entspricht halt der Angriffsfarbe von dem Kostüm jetzt zum Beispiel. Die Ausführung von Fertigkeiten verbraucht unterschiedlich viel ATB. Der ATB-Balken wird im Bildschirm links unten eingeblendet. Halte Kreis gedrückt, um die Fertigkeit angreifen auszuführen, bis der ATB-Balken aufgebraucht ist. Eine Kampfgarnitur ist eine Zusammensetzung aus Rüstungen und verschiedenen Fertigkeiten. Sie kann beliebig modifiziert werden und wirkt sich beispielsweise auf die Paramentur aus. Während eines Kampfes stehen 3 Kampfgarnituren zur Auswahl. Aktuell sind 2 einwählbar. Wechsel R1 und naja. Also warum? Ich finde es schade, dass man nur 2, 3 Kostüme mit sich tragen kann und ausgerechnet ist die dunkle Muse dabei. Buah. Lightning trägt nun die Kampfgarnitur Dunkle Muse. Ihre Kampfkraft hat sich dementsprechend verändert. Jede Kampfgarnitur verfügt über einen eigenen ATB-Balken. Der rote ATB-Balken der Kampfgarnitur Göttlichkeit wurde gegen den gelben ATB-Balken der Kampfgarnitur Dunkle Muse ausgewechselt. Die ATB-Balken in Zivilkampfgarnituren regenerieren sich mit der Zeit automatisch. Ja, das heißt im Endeffekt so viel, wenn ich jetzt mit dem einen Kostüm kämpfe, also mit der Göttlichkeit, und der ATB-Balken ist leer und ich wechsle dann auf das nächste Kostüm, lädt sich der ATB-Balken von der Göttlichkeit auf. Und der ATB-Balken von deinem anderen Kostüm, der ist sozusagen immer aufgeladen. Und wenn der leer ist, dann muss ich wieder wechseln, damit sich der auflädt und so weiter und so fort. Bis halt der Kampf irgendwann mal vorbei ist. ATB-Füllrate intensiver Kampfgarnituren. Die inaktiven, also die augenblicklich nicht getragenen Kampfgarnituren besitzen eine verbesserte ATB-Füllrate. Die ATB-Balken der Göttlichkeit füllt sich also schneller auf als der dunklen Muse, die du momentan trägst. Behalte immer die ATB-Füllstände und den Zustand des Gegners im Auge, denn der fliegende Wechsel der Kampfgarnituren wird im Kampf zu einem wichtigen strategischen Element. What's done is done.
Oha, ich habe jetzt hier nur drei Angriffsmöglichkeiten. So, jetzt ist der ATB-Balken wieder aufgefüllt. Ich habe hier noch nicht mal Rundumschlag, okay. Ja, also in der Demo-Version hat man da schon Rundumschlag gehabt. Und hier hatte man auch schon was mit X. Also das muss man anscheinend alles noch erlernen. Ich habe noch nicht mal Eisgeil, ich habe nur Eis. Ja, und ich mag die dunkle Muse immer noch nicht. Gegenstände, Giftstachel. Ja, schön. Ich bin bloß gespannt, wie das mit dem Leveln dann abläuft. Kameraeinstellungen. Kameraeinstellungen ändern. Deine aktuelle Standart, bewege die Kamera in jeweilige Richtung nach oben und unten, links und rechts. Einstellungen ändern. Nein, brauche ich jetzt nicht ändern. Drücke A1, um anzugreifen. Ja, lass mir mal bitte kurz die Mission und Aufträge, okay? Hauptmission. 01, ein anderer Snow. Lightning betritt den Ballsaal im Großpalast Yusman und konfrontiert Snow, der nun der Schutzherr der Stadt ist. Wow. Er macht deutlich, dass sie nicht willkommen ist und ihre Schwerter kreuzen sich. Auch plötzlich taucht ein Monster aus dem Chaos auf. Snow entkommt in der Verwirrung und Lightning ist eingeschlossen. Besiege alle Monster, um die Türen zu öffnen und verfolge Snow. Ja, die Geschichte kann man davon mal wieder weiterlesen. Datenlog. Oh Gott, Datenlog. Charaktere. Lightning. Lightning gehörte zu den LC, die sich ihrer Bestimmung widersetzten. Teil 1. Um die Menschheit zu retten. Obwohl sie eine Spielfigur der Götter war, kämpfte sie mit ihren Gefährten, um ihre Heimatland Cocoon zu beschützen. Als sie ihr Leben endlich wieder zurück hatte, wurde sie vom Chaos nach Valhalla, der unsichtbaren Welt, gerissen. Sie wurde zur Kriegerin auserwählt, die für das Schicksal der Menschen kämpfen sollte, und wurde doch in ihrem großen Kampf besiegt. Gefangen in einer anderen Dimension konnte sie nicht gegen den Tod ihrer einzigen Angehörigen, ihrer jüngeren Schwester, Sarah, unternehmen. Hilflos sah sie zu, wie das Chaos in die sichtbare Welt strömte und legte ihr Schwert nieder, um 500 Jahre in tiefem Kristallschlaf zu verbringen. Doch nun sind die letzten Tage der Welt angebrochen und der allmächtige Bunnewils weckte sie aus ihrem Schlaf. Als Erlöserin ist ihre letzte Aufgabe, die Seelen der Menschen zu retten und in eine neue Welt zu schicken. Wie ich schon gesagt habe, Sarah Ferron. Sarah war Lightnings jüngere Schwester und Snows Verlobte. Einst war sie Spielfigur in einem Spiel der Götter, doch Lightning und Snow retten sie gemeinsam mit ihrem anderen Gefährten vor ihrem schrecklichen Schicksal. Ja, die anderen Gefährten, Vanille, Hope, Fang, wie heißt der komische? Search. Als Lightning verschwand und in einer anderen Welt gefangen wurde, zog Sarah auf ihr Bitten hin in den Kampf. Sie brach zu einer Reise auf, um Gaius Balak oder Balat oder wie auch immer davon abzuhalten, die Geschichte zu verändern. Es gelang ihr schließlich mit Stärke und Entschlossenheit, die denen ihrer Schwester gleichkamen, Gaius zu besiegen. Doch in diesem Moment endete ihre Reise. Die Zukunft kann nicht geändert werden, nicht ohne einen großen Preis. Nun ist Lightning fest entschlossen, ihre Schwester wieder lächelnd zurück in diese Welt zu bringen. Koste es, was es wolle. Ob wir dazu kommen werden, ich weiß es ja nicht. Lumina. Dieses mysteriöse junge Mädchen scheint dazu in der Lage zu sein, das Chaos zu kontrollieren und nutzt jede Gelegenheit, um Lightning zusätzlichen Ärger zu bereiten. Es scheint, als seien sie und Snow sich schon häufiger begegnet. Doch Lightning hat die letzten 500 Jahre im Kristallschlaf verbracht und keine Ahnung, was die beiden verbindet. Eine verblüffende Ähnlichkeit selber lässt auch sich nicht abstreiten. Doch Sarah ist tot und Lumina hat ganz offensichtlich ihre eigenen Pläne. Ja, ich habe ja mal die Meinung geäußert, dass Lumina die Göttin ist und ihr irgendwie, also Göttin Etro ist und ihr irgendwie auf der Nase herumtanzt, damit sie ja niemanden retten kann. Und ja, um Lightning zu treffen, sieht sie erst recht so aus wie Sarah. Das ist halt meine Vermutung, ob es wahr ist, ob stimmt. Ich weiß es nicht, das Spiel ist ja blind. Hope is time. Hope begleitet Lightning auf ihrer Reise als Erlöserin und führt sie durch die letzten Tage dieser Welt. Vor 1000 Jahren waren sie verbündet, die Seite an Seite kämpften. Als sie
beiden sich das erste Mal begegneten, war Hope ein Junge aus berühmten Verhältnissen in Cocoon. Seine unbesonnene Jugend nahm ein jähes Ende, als er mit ansah, wie seine Mutter vor seinen eigenen Augen starb. Er gab Snow die Schuld am Tod seiner Mutter, musste jedoch gemeinsam mit dem Mann kämpfen, der dasselbe Schicksal wie er teilte. Während seiner Reise schaffte Hope es, seinen Kummer und den Hass zu bewältigen. Als junger Mann hat Hope die Gesellschaft nach all den Geschehnissen, die sie zerstört hatten, wieder aufzubauen. Er leitete die Akademie, ein Forschungsinstitut, das darauf hinarbeitete, den Menschen eine Zukunft ohne Abhängigkeit von dem Fall C zu ermöglichen. Viele Jahrhunderte glaubte er, dass nicht Götter, sondern die Wissenschaft der Schlüssel zu einer göttlichen, glücklichen Zukunft sei. Umso erstaunlicher, dass er nun zurückgezogen von der Gesellschaft im Dienst Gottes steht. Nicht schon seltsam, nicht wahr? Snow Villas. Das sieht in dem Teil endlich mal gut aus. Snow ist Sarahs einseitiger Verlobter. Einstiger Verlobter? Ach, egal. Oder ehemaliger Verlobter klingt eigentlich besser, aber deutsche Sprache ist ja, ne, nicht immer so gut zu wählen. Aber egal, ich hab's ja nicht geschrieben. Damals kämpfte er gemeinsam mit Lightning gegen ihr Schicksal als Elsie. Sein unerschöpflicher Optimismus half ihr damals, die Hoffnung selber retten zu können, nicht aufzugeben. Als Lightning verschwand, begab sich Snow auf die Suche nach Sarahs vermisster Schwester. Auf seiner Reise durch die Zeit nahm er erneut die Bestimmung eines Elsie auf sich, um die schmerzlichen Kräfte zu erlangen, die eine solche Verfluchung ihm geben würde. Doch selbst dies half ihm nicht, seine Ziele zu erreichen. Am Ende konnte er nicht einmal an Sarahs Seite stehen, als sie starb. Das alles ist schon viele Jahrhunderte her. Nun ist Snow der Schutzherr der schillernden Stadt Yusana. Und die Selbstverwirrung und Trauer über den Tod seiner Verlobten scheinen ihn für immer verändert zu haben. Oh ja. History und Legenden. Das Chaos. Das wird jetzt ein reiner Lesepart. Oh yeah. Eine geheimnisvolle Energieform aus einer fremden Dimension, die unaufhaltsam die Welt verschlingt. Ein Großteil der Welt ist bereits vom Chaos befallen. Und es ist lediglich eine Frage der Zeit, bis auch der Rest im Chaos untergeht. Während es die meiste Welt mit Unheil und Verderben überzieht, gebiet das Chaos aus seinem inneren Monster und anderen Schauerwesen, sodass viele das Chaos als Manifestation des Bösen sehen. Gleichzeitig scheint es eine Art magische Quelle zu sein, das in seiner Dichte so hoch ist, dass es von Menschen als dunkler Nebel wahrgenommen wird. Es heißt, das Chaos sei selbst für Gott nicht wahrnehmbar, weswegen es auch als unsichtbare Entität bezeichnet wird. Im Gottessagen wird oft davon gesprochen, dass die Seelen der Toten ins Chaos zurückkehren. Vielleicht sollte ich da wirklich mal reinrennen, um Sarah zu treffen. Tipps, Spielgrundlagen. Das Datenlog. Das Datenlog ist die Informationszentrale, in der sämtlichen Hinweise und Informationen, die das Spiel betreffen, gespeichert werden. Der Eingang einer neuen Information wird dir über eine Benachrichtigung mitgeteilt, die links oben im Bildschirm angezeigt wird. Öffne im Dreieck das Menü und wähle dort den Eintrag Datenlog, wenn du Hintergründe oder Zusatzinformationen benötigst. Ist das Datenlog deine erste Anlaufstelle? Dafür eigentlich nicht, verwende ich es eigentlich nicht, aber ich verwende es halt einfach, weil mir das dazugehört. Bildschirmerklärung, freies Gelände. Mann. Erstens, Benachrichtigungen. Hier werden verschiedene Informationen eingeblendet. Zweitens, Gesprächverlauf. Mit Ausnahme von Untertiteln werden hier sämtliche Gespräche angezeigt. Ja, Hope labert uns den ganzen Tag voll. Drittens, EP-Meter. Zeigt die verbleibende EP-Punkte an. Viertens, Aktionsbalken. Zeigt an, wie viel Handlungskraft Lightning noch bleibt. Fünftens, TP-Balken. Zeigt Lightnings Gesundheit an. Sechstens, Navi-Karte. Eine kleine Umgebungskarte, die zur Orientierung dient. Siebtens, Uhr. Zeigt die verbleibende Lebenszeit der Welt und die aktuelle Uhrzeit an. Yay! Bildschirmerklärung, Kampf. Erstens, ATB-Balken. Jede Kampfgarnitur verfügt über einen eigenen ATB-Balken. Alle drei Balken sind eingeblendet. Zweitens, TB-Balken Lightning. Gesundheitsbarometer. Er blinkt rot auf, wenn sich Lightning in einem kritischen Zustand befindet. Drittens, EP-Meter. Beschreibt, wie viel EP noch verbleiben. Um EP-Fertigkeiten auszuführen, der mächtigen eingeblendeten Wert ist die aktuelle EP-Anzahl. Sobald die Zitualie Ausführer wird, erscheint Zeitdeflation. Viertens,
Symbole für Leistungsveränderungen. Sie werden sowohl bei negativ als auch bei positiven Zuständen angezeigt. Kampfgarnitur. Fünftens Kampfgarnitur. Zeige den Namen der getragenen Kampfgarnitur an. Die Schriftfarbe der Garnitur rot, gelb und blau korrespondiert mit der Farbe des entsprechenden ATB-Balkens. Genau. Sechstens Fertigkeiten. Zeige die Fertigkeiten, mit denen die einzelnen Tasten belegt sind. Hinweis. Erklärungen zu den einzelnen Begriffen werden im weiteren Verlauf dem Datenlog hinzugefügt. Das ist schön. Kamerasteuerung. Kameraeinstellungen können über das Menü unter der Menüpunkt Einstellungen vorgenommen werden. Du hast 4 Einstellungsmöglichkeiten zur Auswahl. Auch die Empfindlichkeit der Kameraaufführung lässt sich in 10 Stufen verjustieren. Die Kamera kann auch während Ereignissequenzen mit dem Steuerkreuz bewegt werden. Was? Warum sollte man sowas machen? Konversation. Charaktere, die mit diesen Zeichen ihren Namen oder ... über ihren Kopf tragen, können mit X angesprochen werden. Sobald man sich ihnen nähert, wird ein Ansprechen angezeigt. Sind mehrere ansprechende Charaktere in der Nähe, kann man sich mit dem Pfeiltasten für einen Charakter entscheiden. Charaktere, die kein Zeichen über ihren Köpfen haben, könnten in diesem Augenblick nicht angesprochen werden. Charaktere, die lediglich ein Fragezeichen über ihren Köpfen tragen, warten darauf, dass eine bestimmte Bedingung erfüllt wird. Okay. Bei aktivierten Outworld-Dienst wirst du sogenannte Outworld-Charaktere begegnen, deren Namen in blauer Schrift angezeichnet sind. Bei ihnen handelt es sich um Botschafter, die die Nachrichten anderer Spieler, die über das Netzwerk, die mit dem Spiel verbunden sind, überbringen. Sprich sie an, um die Nachrichten zu empfangen. Ja, die brauche ich nicht, danke. Schatz, Sphären und Gimmicks. Nähert man sich Schatzsphären oder dem Boden liegenden Gegenständen, wird man über eine entsprechende Einblendung darauf hingewiesen. Ebenso warten versteckte Gimmicks darauf, entdeckt zu werden. Mit X werden Gegenstände ins Inventar übernommen oder Gimmicks gesteuert. Befinden sich Gegner in der Nähe, lassen sich diese Aktion nicht ausführen. Es gibt allerdings auch Schatzsphären, die mit einem speziellen Schloss verschlossen sind. Besorge dir den jeweiligen Schlüssel, um sie zu öffnen. 5 Sequenzen überspringen. Film- und Ereignissequenzen können mit Start pausiert und im Bildschirm mit Select übersprungen werden. Mit anderen Charakteren geführten Konversationen werden auf die gleiche Weise übersprungen. Ja, das werde ich bestimmt auch nicht machen, weil es ist ja ein Display. Tipps, die Erlöserin. Ja, das... Ich glaube, ich darf hier ein paar teilen. Schon sehe ich ja dann. Die Steuerung im offenen Gelände. Bewege Lightning, steuere die Kamera, Zielauswahl zum Beispiel ansprechen, X-Konfiguration auslöschen von Schaltern, etc. Wegstoßen der gezogenen Waffen. Okay, Kreis, springen, Viereck, Karte, 9, Menü. Dreieck, 9, Menü. Was? Menü. Start, Pause-Menü zum Beispiel, um zu speichern. R1, angreifen oder Waffe ziehen. R2, laufen. Nähere dich einer Leiter, damit Lightning sie erklimmt. Lightning kann sich an einer Stange herunterlassen, wenn man sie anspringt. Einige Aktionen können bei gezogener Waffe nicht ausgeführt werden. Stecke die gezogene Waffe mit X weg. Aha. Gegner angreifen. Aktiviere Gegner auf freiem Gelände. Aktiviere Gegner auf freiem Gelände mit einem Privilegierschlag, um den Kampf mit einem Angriffsvorteil zu beginnen. Ziehe dafür die Waffe und greife mit R1 an. Ergebnisse Privativschlag. Perfekt. Volltreffer. Der Gegner hat dich nicht bemerkt und verliert massig TP. Sehr gut. Der Gegner hat dich bemerkt, konnte jedoch nicht mehr reagieren und verliert TP. Schlecht. Fehlschlag. Denn der Gegner deinerseits mit einem Privativschlag quittiert. Lightning verliert TP. Im einfachen Modus verliert Lightning keine TP. Yay. Ist der Gegner alarmiert, erscheint ein Ausrufezeichen. Wird sein Kopf ein Ausrufezeichen, dass der Gegner die Präsenz nicht bemerkt hat. Eine gezogene Waffe kann mit X weggesteckt werden. Um Schutzsphären oder Gummis zu untersuchen beim Klettern oder um Konzentrationen zu zünden, darf die Waffe nicht gezogen sein. Sprinten. Im offenen Gelände kann man mit Lightning R2 zum Sprinten bewegen. Durch während des Sprintens Kreis wird zum Sprinten. Neben R2 kann man auch mit L2 oder Steuerkreuz sprinten. Das Sprinten verursacht Kosten, was sich daran erkennen lässt, dass der ADB-Balken abnimmt. Sinkt er auf 0, kann Lightning weder sprinten noch ihre Waffe ziehen. Yay! Navigator.
Die Navikarte wird rechts oben im Bildschirm eingeblendet und zeigt eine Fülle unterschiedlicher Informationen an, die der Orientierung dienen. Auf dem aktuellen Aufenthalt Tor zentriert werden beispielsweise in der Umgebung befindliche Läden angezeigt. Dieses Zeichen steht für handlungsrelative Orte, die man besuchen sollte. Mit selbstgesetzten Symbolen kannst du Orte markieren, die dir wichtig erscheinen. Wenn die Navikarte aufleuchtet, befinden sich Gegner in der Nähe. Wenn du die Navikarte ausblenden möchtest, drücke Select. Die Orientierungsmethode der Navikarte kannst du unter Einstellungen im Menü vornehmen. Die Karte. Die Karte zeigt deinen aktuellen Standort sowie Laden- oder Missionsziele an und hilft dir, dich zu orientieren. Die Legende bzw. auf der Karte angezeigte Informationen werden aktualisiert, wenn Lightning erstmal bestimmte Orte besucht. Außerdem sind Sperrzeiten auf der Karte vermerkt. Im offenen Gelände lässt sich die Karte bequem mit Viereck öffnen. Ebenso kannst du Dreieck das Menü öffnen und dort den Menüpunkt Karte auswählen. Bewege die Pfeiltasten, den Zeiger, um andere die Karten zu navigieren. Das angewählte Ziel wird mittig angezeigt. Um auf den eigenen Standort zu fokussieren, drücke irgendwas Steuerkreuz. Ja. Tipps. Das Kampfsystem. Kampfgrundlagen. Bewegte Lightning. Ja, das ist Steuerkreuz, bewegte Lightning, Kamerasteuerung, schaltet auf Nah- bzw. Fernsicht. Wählt Ziel aus. Aha, okay. Pause im... Pausenmenü öffnen Heilgestimme bzw. EP-Fertigkeiten, das ist auch interessant. L1 und R1 wechselt die Kampfgarnitur, L2 führt Zeitdilation aus, R2 analysiert Gegner. X, Kreis, Viereck, Dreieck führt Fertigkeiten aus, je nachdem, was halt da vorgesehen sind. Ach. X, Kreis, Viereck, Dreieck sind mit einer Fertigkeit belegt. Um eine Fertigkeit auszuführen, drücke die entsprechende Taste. Halte die Taste gedrückt, um die Fertigkeiten mehrmals hintereinander auszuführen. Fertigkeiten verbrauchen ATB und werden nur ausgeführt, wenn ausreichend ATB vorhanden sind. Ja, ATB-Balken. Aktionen, die Lightning während der Kampfes ausführt, verbraucht ATB. ATB steht für Active Time Battle und der ATB-Balken visiert, wie viele Handlungen Lightning ausführen kann. Der ATB-Balken frischt sich automatisch wieder auf. Jede Kampfgarnitur bringt ihren eigenen ATB-Balken mit, sodass beim Wechseln der Kampfgarnitur auch der entsprechende ATB-Balken ausgetauscht wird. Initial- und Maximalwert und oder die Auffrischungsgeschwindigkeit verlieren je nach Kampfgarnitur und der angelegten Ausrüstung den ATB-Verbrauch einer Fertigkeit, kann man unter Kampfgarnituren im Menü einsehen. Kampfgarnitur wechseln. Eine Kampfgarnitur, warum nennt man es nicht einfach Kostüm, Mensch, ist eine Kombination aus Kleidung, Waffen, Schild und vier in die Rüstung integrierten Fertigkeiten. Während eines Kampfes kann Lightning mit L1, R1 beliebig oft zwischen drei aktiven Kampfgarnituren wechseln. Kampfgarnituren besitzen ihren eigenen individuellen ATB-Balken, dessen Auffrischung von der Kampfgarnitur selbst und dem anderen getragenen Rüstungsgegenstände abhängt. Die ATB der zwei nicht getragenen Kampfgarnituren heimelt der dreifacher Geschwindigkeit. Gehen die ATB der getragenen Kampfgarnitur aus, soll man schnell in eine andere Kampfgarnitur wechseln. Der geschickte Wechsel der Kampfgarnitur ist der Weg zum Erfolg. Und das automatische Speichern, das hatten wir am Anfang, ja, ne? Das haben wir bewusst, haben mir bewusst aufgefallen, dass ich da was vergessen habe zu lesen. Das hatten wir ganz am Anfang. Tipps, die Outworld. Outward Dienst, Outward Einstellungen. Unter Einstellungen im Menü können sie Einstellungen zum Outward Dienst vorgenommen werden. Folgende Funktionen können konfiguriert werden: Outward Dienst, Outward Charakter, mit Facebook verknüpfen, mit Twitter verknüpfen. Unter Outward Dienst kannst du bestimmen, ob du dich mit dem Netzwerk verbindest und den Dienst aktivieren möchtest. Unter Outward-Charakter lässt sich einstellen, ob und wie du Nachrichten von anderen Spielern empfangen möchtest. Folgende Einstellungen können vorgenommen werden. Spoiler vermeiden. Du empfiehlst keine Nachrichten von Spielern, die im Spielverlauf weiter vorgeschritten sind. Alles anzeigen. Du empfängst alle Nachrichten. Alles ausblenden. Es werden keine anderen Spieler Outward-Charaktere angezeigt. Mit Facebook verknüpfen, mit Twitter verknüpfen werden Einstellungen zu sozialen Netzwerken vorgenommen. Weitere Erklärungen folgen in dem jeweiligen Datenlog. Ja. Outworld-Charaktere. Outworld-Charaktere sind besondere Spielcharaktere, die im Spiel auftauchen und die Beiträge anderer Spieler übertragen.
Und aktiviere den Outworld-Dienst, wähle als nächstes Schritt unter Outworld-Charaktere anzeigen, eine andere Dimension als alle ausblenden, damit die Outworld-Charaktere im Spiel auftauchen. Anders als reguläre Spielcharaktere tragen Outworld-Charaktere ein Symbol und einen blauen Schriftzug über ihren Köpfen zu sehen. Sind die von den jeweiligen Spielen eingegebenen Spitznamen sowie ein kurzes Profil. Wenn du ihre Beiträge oder Bildschirmfotos sehen möchtest, sprich sie mit X an. Wessen Nachricht welche Spieler erreicht, kann nicht zurückverfolgt werden. Es können Kurznachrichten ausgeschickt oder auch Gegenstände in Form von Sonnet übergeben werden. Über die Einstellung mit Facebook verknüpfen kannst du in Kombination mit der Facebook-App Spieler, die auf der Facebook-Timeline erscheinen, als Outworld-Charaktere einladen. Näheres erfährst du im Outworld-Datenlook-Beitrag mit Facebook verknüpfen. Interessiert mich aber nicht. Benutzername und Profil. Ja, das, bevor du einen ersten Beitrag sendest, musst du einen Benutzernamen für dich anlegen und ein Profil erstellen. Du wirst vor dem Schreiben deines ersten Beitrags automatisch zur Profilerstellung weitergeleitet. Folge den Anweisungen an der Stelle, die du deinem ein Profil erstelle dich kurz vor. Der Benutzername kann später nicht mehr geändert werden. Ausnahme deines Benutzernamens wirst du später über R1 und Profil bearbeiten, den Profil ändern können. Sobald dein Beitrag von einem anderen Spieler gelesen wurde, erscheint über deinem Outworld-Charakter dein Benutzernamen eine Kurzfassung deines Profils. Diese Standardgarnitur mitsamt deiner Ausrüstung wird beim Absenden deines Beitrags automatisch in dein Profil übernommen. Dein Profil erscheint also Spieler auf der ganzen Welt. Um Profile anderer Spieler einzusehen, geht zum Beitrag Bildschirm und drücke L1 oder R1. Ach, interessiert mich aber nicht. Bildschirmfotos veröffentlichen. Ja, das lese ich jetzt nicht vor, also wenn man da halt Fotos macht mit Viereck oder so, dann kann man halt da die auf Facebook oder auf Twitter veröffentlichen Nachrichten von Lightning. Über das Outward-Dienst kann sogar Lightning ihre Gedanken in Form von Textbeiträgen den anderen Spielern schicken. Dies ist aber über die Funktion Nachricht veröffentlichen möglich. Wenn sich Lightning mitteilen möchte, erscheint über ihren Kopf ein und es wird ein entsprechender Hinweis links oben im Bildschirm eingeblendet. Das ist der Zeitpunkt, an dem du Lightnings Nachricht veröffentlichen kannst. Hierfür aktivierst du den Outward-Dienst und könntest im freien Gelände in dem Pausemenü unten im Bildschirm erscheint dann die Option Nachricht veröffentlicht. Wenn du selbst etwas hinzufügen möchtest, wähle Beitrag verfassen, um andere Outward-Charaktere oder einen Sensendienst einen Mittelpunkt zu schicken. Lightnings Gedanken ändern sich im Laufe des Spiels. Vergangene Gedanken können nicht erneut aufgerufen werden. Es ist ratsam, in regelmäßigen Abständen nachzuschauen, ob sich Lightning mitteilen möchte. Das wäre zu überlegen, ne? Ach, ist doch blöd, ey! Nachricht veröffentlichen. Kampfrekorde veröffentlichen. Das brauche ich auch nicht auf Facebook veröffentlichen. Souvenirs. Jede Nachricht kann mit einem Souvenirbrief versehen werden. Souvenirs sind Gegenstände, die Lightning über verschiedene Wege erhalten hat. Wenn du an deine Nachricht ein Souvenir anhängst, wird dein Outworld-Charakter als Überbringer fungieren aus einem anderen Spieler auf der Welt aushändigen. Allerdings muss der andere Spieler für die Überbringung und den Gegenstände einen kleinen Obolus berappeln. Mit R2 können Details zum Souvenir eingesehen werden. Verschicke Gegenstände, die anderen nützlich sein könnten oder auf deren Besitz du besonders stolz bist. Anfeuern und Verstoße meiden. Wenn du einen Outworld-Charakter ansprichst, kannst du die Nachrichten eines anderen Spielers einsehen. Danach hast du zwei Möglichkeiten. Ach Gott, ja, sind wir jetzt hier bei Spam-Nachrichten oder was mit Facebook verknüpfen? Ja, muss ich nicht. Mit Twitter verknüpfen? Muss ich auch nicht, will ich nicht. Offizielle Beiträge von Square Enix. Im Rahmen des Outworld-Dienstes werden zu bestimmten Anlässen offizielle Events von Square Enix geplant. Darunter fallen Veranstaltungen wie Fotos oder auch Kampfcord-Wettbewerbe. Outworld-Charaktere, die werden lila gekennzeichnet und LRFF13 heißen, überbringen offiziell Nachrichten und Ankündigungen von Square Enix. Ja, aber trotzdem, auch wenn die Lightning sich selbst gerne mitteilt, ich werde es trotzdem auslassen und erst dann verwenden, wenn ich das Spiel selber durchgespielt habe. Weil ich will mich nicht spoilern lassen, ich möchte es wirklich mit euch blind spielen. Und das ist dann halt so eine Sache für euch, wenn euch das interessiert, dann kauft euch das Spiel und stellt den Outworld-Dienst selbst ein. Also Leute, das war jetzt ein Part zum Lesen, ey, boah.
Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.